Ja, ein herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um 100 Jahre Schweizer Evangelischer Kirchenbund. Und mein Gesprächspartner ist Serge Fornerot, Leiter der EKS für Außenbeziehungen. Herr Fornerot, so großartig, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Herr Fornerot, könnten Sie noch zwei, drei Sätze zu sich selbst sagen, zu Ihrem Werdegang? Also ich bin Leiter der Außenbeziehungen. Das bedeutet, ich pflege die Beziehungen der Schweizer reformierten Kirchen zu anderen Kirchen in der Welt, zu den Weltbünden, konfessionellen Weltbünden, zu den Hilfswerken und Ähnliches. Ja. Das ist eine interessante und herausfordernde Aufgabe. Ich habe gerade heute, wir haben es im Vorgespräch erwähnt, ein Mail bekommen. Sie waren im Libanon gewesen letzte Woche. Und im Libanon ist ja eine ganz schwierige Lage nach dieser Explosion. Und da haben Sie sicherlich viele, ja, bewegende Eindrücke mitgenommen. Ja, so ist es. Man kommt nicht ganz unversehrt von solchen Begegnungen zurück. Es war schon beängstigend, auch die Verhältnisse zu sehen, in denen die Bevölkerung jetzt zu überleben hat. Ja. Aber wir sind sehr, sehr mutigen und aufstehenden Menschen begegnet, die der Verzweiflung widerstehen. Großartig. Und auch durch die Schweizer Kirche gibt es Hilfe. Und auch durch die Hilfswerke ist Hilfe in den Libanon unterwegs. Genau. Das HEX ist dort aktiv und leistet humanitäre Hilfe, aber auch Hilfe zu den Partnerkirchen vor Ort, wie auch das Departement Missionaire in Lausanne. Ausgezeichnet. Herr Fornerot, aus welchen Gründen ist denn eigentlich die Schweizer Evangelische Kirche, der Schweizer Evangelische Kirchenbund, wie er damals noch hieß, vor 100 Jahren entstanden? Warum feiern wir heute das Jubiläum? Wie kam es dazu? Vor 100 Jahren zu diesem Zusammenschluss? Weil die Kantonalkirchen damals, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, doch der Überzeugung geworden sind, man braucht auf Schweizer Ebene ein stabiles, sichtbares Zentrum oder Geschäftsstelle, die etwas tun kann. Aber interessanterweise sind sie nicht ganz selber darauf gekommen, sondern es bräuchte eine Einladung aus den USA, aus den amerikanischen evangelischen Kirchen, die 1919 nach dem Krieg die Beziehungen zu den europäischen Kirchen, die zerstört waren, wieder aufnehmen wollten. Und die haben sich einen Partner gesucht, der das leisten konnte. Und sie haben gedacht, die Schweiz ist ja zentral, ist ja multikulturell und ist neutral. Das heißt, man kann mit der Schweiz gut sprechen. Und sie haben damals jemand aus der Kirchenkonferenz der Schweiz eingeladen, um zu schauen, wie die Schweiz helfen könnte, diese Hilfe auszulösen oder zu begleiten. Und dieser Theologe Adolf Keller war Pfarrer in Zürich, ging für mehrere Monate nach Cleveland und dann in den ganzen USA, in den sogenannten, damals sogenannten Church of USA. Ja. Er hat dieses Modell des Bundes der Kirchen in den USA, er fand das toll, wunderbar. Und als er zurückkam, hat er gemeint, ja, so etwas müsste man auch in der Schweiz schaffen. Und ein paar Monate später ist das entstanden in Olten im September 1920. Ich finde das spannend, dass der Anstoß dazu von außen gekommen ist. So wie bei auch der Konstituierung der Schweiz insgesamt. Also durch den Wiener Kongress, es waren immer Ereignisse von außen, die positive Dinge anstoßen. Was war für Sie denn, abgesehen jetzt von der Gründung, das bedeutendste Ereignis in den vergangenen 100 Jahren? Ja, es ist natürlich sehr schwierig, da ein Datum aufzunehmen. Also ich würde auch wenigstens zwei nehmen. Ja. Das eine ist die Unterzeichnung der Leuenberger Konkordie 1973. Ja.
Also Eben in Abendmahl. der Schweiz, eben auf Leuenberg in Basel-Bied. Da haben sich Theologen aus ganz Europa, aus unterschiedlichen evangelischen Konfessionen zusammengetan und mit dieser Konkordie alle dogmatischen, trennenden Diskussionen für gelöst erklärt. Und diese Erklärung von Leuenberg ist auch der Anstoß gewesen für das zweite Datum, nämlich Ende 2018, als die jetzigen Kantonalkirchen beschlossen haben, die EKS zu gründen, also die von einem Bund zu einer Kirchengemeinschaft zu werden. Ja, und diese Leuenberger Konkordie, die hat ja auch zur Abendmahlsgemeinschaft auch geführt, dass also die Kirchen untereinander Abendmahl feiern können. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Abendmahl und das Amtsverständnis. Genau, Ja. so wichtig. Würden Sie aus den letzten 100 Jahren auch ein oder zwei Persönlichkeiten der Schweizer Kirche hervorheben, die besonders ja nachhaltig Eindrücke hinterlassen haben? Ja, da könnte ich wenigstens drei nennen. Ja. Die erste ist Herrn Alfons Göchlin. Er hat den Kirchenbund zwischen 53 und 54 geleitet. Er hat wirklich den Kirchenbund zu seiner ersten Verfassungsrevision gebracht, war selber auch im Kirchenkampf gegen Nazi-Deutschland und die deutschen Christen engagiert und hat auch gleichzeitig zum Beispiel sowohl HEX wie die Basler Mission geleitet. Also das war eine sehr wichtige Person. Eine zweite wäre zum Beispiel Lukas Fischer. Lukas Fischer ist einer der größten Ökumeniker des 20. Jahrhunderts, hat Glauben, Kirchenverfassung stark geprägt im Ökumenischen Rat der Kirchen und hat auch lange, lange Jahre im Kirchenbund gearbeitet. Und die letzte, vielleicht etwas erstaunlichere Figur ist der John Jeffries. John Jeffries war ein US-amerikanischer Wirtschaftsmann, Geschäftsmann, der dem SEK in den 60er Jahren sein ganzes Erbe anvertraut hat. Und damit konnte der Kirchenbund das Haus am Suggenauweg, wo wir sitzen und arbeiten, kaufen. Es ist eine ganz merkwürdige Person, die zwar protestantisch, christlich war, aber die sich nicht unbedingt sehr oft mit Glaube im Einzelnen befasst hat. Und uns sind immer noch jetzt die Gründe nicht ganz klar, warum er gerade aus Amerika plötzlich die Schweiz mit dem Finger gezeigt hat und sagt, dort will ich der Kirche mein ganzes Erbe erben lassen. Und das war zu damaligen Zeit schon mehr als 1 Million Dollar. Und damit konnten wir überhaupt ein Haus kaufen. Eine glückliche Fügung, so kann man sagen, ne? Eine Genau. überraschende Fügung, die da passiert ist. Jetzt fragt sich ja manch einer, Schweizer Kirchenbund, SEK, Schweizer Evangelische Kirche und jetzt EKS. Warum war denn diese Umbenennung in die Evangelische Kirche der Schweiz nötig? Wollte man da ein Zeichen setzen oder hat das auch inhaltliche Gründe gehabt? Also die Benennung ist einfach eine Folge einer neuen Verfassung. Und diese neue Verfassung wurde über Jahre diskutiert, verhandelt. Es wurde auch um sie hart gestritten. Und diese neue Verfassung unterstreicht die Tatsache, dass es nicht mehr darum geht, 26 unabhängigen Kantonalkirchen in der Schweiz zu haben, sondern dass es um eine schweizerische Kirchengemeinschaft geht, die zusammenhängt, zusammengebunden ist und immer mehr gebunden sein muss. Und die Zusammenarbeit, die Koordination, die Ressourcen viel besser teilen muss. Also es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der jetzt stattfindet, wo die Kirchen merken, ja, wir werden nicht größer, nicht zahlreicher, unser Einfluss in der Gesellschaft schwindet. Wir müssen zusammenrücken, wir müssen mehr miteinander zusammenarbeiten. Und dadurch eben
ist auch jetzt die EKS gegründet worden, um die Kräfte zu bündeln, zu fokussieren, um eben mehr miteinander zu bewirken. Genau. Mhm. Was sind denn für die Zukunft die wichtigsten Aufgaben der EKS? Wo würden Sie die sehen? Es werden, denke ich, das im Vordergrund bleiben, was es von Anfang an war, nämlich erstmal die Bündelung der Kräfte. Ja. Immer mehr, also zu schauen, wer macht was auf welcher Ebene, wer könnte für andere Kirchen etwas Verantwortung oder Dienstleistung übernehmen. Das ist die erste Aufgabe, denke ich. Die zweite wird sein, diese Transition, die wir jetzt durchmachen. Wir ja. waren Volkskirchen sozusagen, sehr breit, flächendeckend, und die, wir gehen langsam in einer Minderheitssituation. Und diese Transition ja. zur Minderheitskultur, das wird eine wichtige Aufgabe sein, die Kirchen zu begleiten, damit sie die strukturellen Folgen dieser Transition auch gut leben können. Und das Letzte wird sein natürlich die Stellvertretung-Funktion. Das heißt, gegenüber den Medien, gegenüber der Politik, gegenüber den großen gesellschaftlichen Akteuren kann man heute nicht mehr mit 26 Stimmen sprechen. Es braucht eine Stelle, die zwar gut rückgekoppelt in den Kirchen, aber trotzdem eigenständig im Namen, in der Vertretung von den Kirchen Stellung beziehen kann, verhandeln kann, sich profilieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Medien, gegenüber dem Staat. Also das ist voll verständlich. Jetzt, wenn man Geburtstag hat, hat man ja auch Geburtstagsgeschenke oder Wünsche. Was wünscht sich denn die EKS von den Kantonalkirchen? 26 an der Zahl. Was wäre da ein Wunsch? Der Wunsch wäre, und aber das ist kein frommer Wunsch, ich meine, das erleben wir auch zum Teil, aber vielleicht nicht überall. Der Wunsch wäre, dass man diese Entwicklung gelassen annimmt und keine Angst hat, auch keine wie soll ich sagen, Besitzstandwahrung-Haltung behält, sondern sich auf das Neue öffnet. Annimmt, auf neue, unbekannte Wege zu gehen, auch in der Zusammenarbeit, in der Ressourcenteilung. Wir haben eine dermaßen Breite an kirchlichen Situationen unter unseren 26 Kirchen. Also wir haben die zwei größeren, Bern und Zürich, machen mehr als 50% des Ganzen aus. Und daneben haben wir kleine Kirchen, nicht nur im Wallis, aber auch in Tessin oder anders in Appenzell, die ein paar tausende Leute hat. Also diese Asymmetrie ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Und da wünschen wir uns tatsächlich, dass wir eine gute Dialogbasis finden mit allen, damit alle davon etwas bekommen können. Ja, die Kantonalkirchen sind das eine. Aber was denken Sie, wie könnte die EKS sich noch mehr in das Bewusstsein der Ortsgemeinden rücken? Also dass den Gemeindemitgliedern klar ist, wir haben jetzt eine EKS. Ja, es ist immer eine Herausforderung, weil je mehr die Welt globalisiert wird, desto lokaler reagieren die Leute und schauen die Leute. Ich denke, wir können anstreben, zwei Sachen zu verbessern. Das eine sind die Produkte, wie wir sagen. Also wir brauchen gute Produkte, die in den Kirchgemeinden schnell umsetzbar sind. Ich nehme jetzt das Beispiel Covid-19. Ja. Da gibt es auf nationaler Ebene eine Art Taskforce, die fast wöchentlich sich telefonisch trifft und Schutzkonzepte, Schutzmaßnahmen, Empfehlungen für alle Kirchgemeinden in der Schweiz entwickelt, sodass es in Wallis nicht anders wird als im Jura und so weiter. Es braucht wirklich gute Produkte, die umsetzbar sind sofort in den Kirchgemeinden. Und das andere, denke ich, ist diese profilierte Stimme in der Öffentlichkeit. Also wir haben eine Riesenaufgabe in der Kommunikation, damit die Stimme der Reformierten in der Öffentlichkeit hörbar bleibt, aber auch gehört wird. Also wir müssen Kontakte knüpfen, wir müssen
viele Freunde haben, viele Kanäle, um uns bekannt zu machen. Und wenn wir das gut machen, dann kommt es auch den Gemeinden zugute. 100 Jahre EKS, wagen wir eine Prognose? Wird es die EKS, die Evangelische Kirche der Schweiz, in nochmal 100 Jahren geben? Und wie wird sie aussehen? Was wird die Zukunft sein? Ja, das ist, also die Zukunft geht sicher in Richtung Verkleinerung und Minorisierung. Das ist, denke ich, im Moment ziemlich deutlich. Aber deswegen wird es immer noch wichtig sein, eine Geschäftsstelle irgendwo auf nationaler Ebene zu haben, die diese Gesamtentwicklung überblicken kann und Dienstleistungen, Koordination und Stellvertretung leisten kann. Also das wird nicht wegfallen, auch wenn wir kleiner und älter werden. Im Gegenteil. Würden Sie dem zustimmen, nie war die EKS so wichtig wie heute. Es ist wichtig, dass es die EKS gerade in diesen Zeiten, auch jetzt, wenn weniger Gemeindemitglieder da sind, dass es die EKS gibt. Ja, das würde ich schon sagen. Wir erleben gerade jetzt mit diesem 100 Jahre SEK-Dokumenten ein großes Interesse der Medien. Wir erleben jetzt auch sehr stark, dass die Medien immer wieder bei uns nachfragen, was denkt die Kirche, die reformierte Kirche dazu? Also dieses Interesse auf die Kommunikation in der Medienlandschaft ist, denke ich, für die EKS die höchste Priorität in Zukunft. Und das wird so bleiben. Wir sind in einer totalen medialen Welt. Und wenn wir Kirchen keine gute Plattform haben, dann wird man uns nicht mehr hören. Ja. Herr Fornero, ich sage ein großes Merci für dieses interessante Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Ihre Arbeit, die ja sehr, sehr vielfältig ist, und sage auf Wiedersehen und bis auf ein anderes Mal. Genau, vielen Dank. Schönen Tag. Wiederhören.